Hallöchen liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einem Gaming-Test. Heute mit Shotgun Farmer. Wie der Name schon verrät, werden wir wahrscheinlich einen Bauer spielen, der mit seiner Pumpgun oder sonstige Waffen hier mal durch seinen Hof marschiert. Vorab möchte ich mich aber mal recht herzlich beim Entwickler bedanken, weil das Ganze ist hier ein Early Access Game und ich darf es dank ihm euch zeigen. Wollt ihr auch mal bei der Live-Entwicklung dabei sein, denn das ist echt nice, muss ich sagen. Dieser Entwickler streamt das Entwickeln des Games live auf Twitch. Ich werde es euch in die Beschreibung verlinken und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee. Tja, aber in dem Sinne würde ich sagen, schießen wir mal los oder legen wir mal los. Ich habe noch nicht reingezockt, ich habe nur ein bisschen die Settings angepasst und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. So, wir gehen natürlich nach Europa und wollen eine Quick-Runde zocken. Weil das Ganze noch im Early Access-Status ist, gibt es hier wahrscheinlich noch keine offenen Räume oder auch, wie das immer funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingezockt, aber wir schießen jetzt mal los. Did you know you can level your teammates to shooting? Ach Gott, ist doch wurscht. Little Orlando oder Cooked Creek? Ich nehme mal das erste hier. Und das sind wir also schon. Das Ganze, wie gesagt, ist im Early Access Spiel und Status meine ich natürlich. Das Ganze ist auch von einem Entwickler, ich sag's nur, eine Person entwickelt dieses Game gerade. Wie gesagt, live auf Twitch und ja, ich finde, es ist echt schön designt, muss ich sagen. Für ein Ein-Mann-Projekt, schaut euch mal bitte die Texturen an, wie hoch die sicher, es ist jetzt kein Witcher oder sonst was, aber da soll es gar nicht mal verglichen werden. Es ist ein, wie gesagt, es ist echt schön gemacht für das, dass es eigentlich nur eine entwickelt. So, hier können wir rausgehen und wir folgen mal dem Pfeil hier. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Die Waffe ist auch irgendwie cool designt, sieht irgendwie aus wie ein Maiskorn. Es sieht aus wie ein Maiskorn, aber es ist echt... Oh, wir haben sogar eine Schaufel dabei. Ja, okay. Wir haben eine Schaufel dabei. Oh, und da sind die Hühner. Hallo. Oh, Entschuldigung. Wir haben dann... Oh, eine Karottenwaffe. Ja, nee. Okay, das vorher war wirklich eine Mais... aber eine Karottenbazooka, ey. Oder eine Panzerfaust, wie ihr da ab und zu auch mal sagt. Geil, es ist echt geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses ganze Game mal so vom Außen her? Werdet ihr auch dieses Projekt unterstützen? Wie gesagt, es wird ein Multiplayer-Match werden und es ist echt, es ist einfach echt. Ich meine, die Idee dahinter, dass man jetzt zum Beispiel eine Karotten. Karotten-Bazooka und so reintut. Wer kommt bitte auf so eine Idee? Es ist aber trotzdem liebevoll gemacht. Achso, der scheißt dann Waffen aus. Okay, hab's verstanden. So, wo sind die Gegner? Ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Okay, die Waffe ist leer, wie es ausschaut. Und ich nehme wieder die Karotten-Bazooka. Wenn ich die jetzt erwische. Es ist so geil. Kann ich da irgendwas anderes noch in die Luft sprengen oder was ist? Ah, da ist noch was. Was auch immer das sein soll. Ich kann es wahrscheinlich das Leben. Der Schnaps für die Wundheilung. Ne, aber schaut doch mal die liebevoll gestaltete Gegend an hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sieht sowas von schön aus, so wie der Traktor hier. Man kann überall rauf, man kann leider nicht damit fahren. Man kann aber hupen. Ich wollte eigentlich damit fahren, aber wenn man hupen kann, reicht es mir auch schon. Aber schaut euch das echt mal an.
wie liebevoll die Gegend hier gestaltet ist. Ich weiß, der eine und andere sagt sich ja, oh mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Aber ich stelle mir das so richtig cool vor, wenn mal dann wirklich das Spiel soweit ist, dass man komplett in den Multiplayer starten kann. Dann ist das echt ein geiles Ding. Nämlich die liebevoll gestaltete Gegend hier ist echt schön. Das muss man ihm lassen, er hat Geschmack. Aber ich werde mal kurz in die Lobby zurückgehen, ja. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich mache mal jetzt ein Create Room. Team Deathmatch. Okay, jetzt können wir mal reinschauen, was gibt's da alles so. Wir können Team Deathmatch, Quicken Run, also wahrscheinlich Hühnerrennen, King of the Burn und Free for All. Ich nehme mal Free for All, Create Room. Und es gibt auch sehr, sehr viele Maps, wie ich schon gesehen habe. Waiting for other players. Okay. Na, da kommt man gar nicht rein, schade. Schaut euch die Kühe mal an, ey. Schaut euch die Kühe mal an, ey. Es ist so. Es sieht einfach lustig aus. Es sieht einfach lustig aus. Es ist ein Comic-Look, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Hier wird eine Schnapsdose oder Schnapsflasche wahrscheinlich. Tja, gehen wir nochmal zurück in die Lobby und schauen wir mal das restliche Menü an. Wir haben hier den Charakter, der ist natürlich Level 1, weil wir eigentlich noch gar nicht gezockt haben. Wir können das Aussehen anpassen. Hier können wir mal ein bisschen Beispiel, wir können eine Axt im Kopf haben oder einen Hut oder noch einen anderen Hut, aber ich nehme die Axt. Was haben wir denn für eine Haarmöglichkeit? Einmal Glatze und einmal fröhlich, also fraumäßig und einmal komplette Glatze, aber ich nehme mal die Glatze. Wir können einen Schnurrbart haben, wir können noch mehr Schnurrbart haben und das Ganze können wir natürlich noch in der Farbe ändern. Oder ändern sogar die Augenfarbe mit. Schaut euch das mal an. Vorher ging's, jetzt geht's wieder nicht. Aber ich nehme mal die Farbe. Face. Ah, die Augenfarbe. Also da können wir die Augenfarbe ändern. Aber ich bleib bei. Nee. Ich schaut, dass da jetzt nicht rot gibt. Aber ich nehme. Ich bleib bei grün. Grün gefällt mir. Und die Nasenfarbe. Geil. Voice. Ich nehme die da. Ja, Leute. In dem Sinne. Wie gesagt, wir spielen das Ganze ja hier auch in High, Ultra und so weiter und so fort. Und hier, wenn wir hier draufklicken, kommen wir wirklich live in den Entwicklerstream. Wie gesagt, das war jetzt mal Shotgun Farmer, das war jetzt mal eine Vorabversion, eine Preview sozusagen. Sobald es da mal Neuigkeiten gibt und sobald ich mal den Multiplayer wirklich zum Laufen bekomme, sobald ich das, da die Info bekomme, zeige ich euch natürlich nochmal ein Video davon, dass ihr auch mal den Multiplayer erleben könnt. Und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr auch mal beim Entwickler vorbeischaut, der freut sich sicherlich, der freut sich auch vielleicht über Ideen, über Anregungen und so weiter. Also in dem Sinne, schaut mal rein und bis zum nächsten Mal. Euer Red Dragon Gamer. Ciao, Leute.